Die Aktienmärkte sind nach den wunderlichen Aussagen von Jerome Powell so überkauft wie seit Jahren nicht mehr und gehen in diesem Zustand in den großen Verfall heute, wo also Optionen und Futures verfallen und das in gigantischem Volumen. Und nach wie vor ist der Trigger für alles, was passiert, das, was die Fed gesagt hat, was vor allem Jerome Powell gesagt hat. Die Spekulation reißt nicht ab, was da eigentlich passiert ist. Hier sagen manche, naja, die Fed will nicht irgendwie eine Rezession riskieren in einem Wahljahr, deswegen hält man sich so zurück. Warum hat Powell dann aber noch vor kurzem gesagt, um die Inflation nach unten zu bringen, müssen wir das Wachstum dämpfen und muss der Arbeitsmarkt schwächer werden? Wie kann es also passieren, dass in so wenigen Tagen dieser Pivot gekommen ist? Denn dass 2024 ein Wahljahr ist, dürfte Jerome Powell schon Anfang Oktober auch klar gewesen sein, als er sich ja fast gegenteilig geäußert hat. Jetzt sehen wir Atlanta GDP Now, also praktisch die Schätzung der Atlanta Fed zum Wirtschaftswachstum, viertes Quartal, aktuelles Quartal, also 2,6% jetzt von 1,2% gestiegen. Da muss man mal unbedingt die Zinsen senken in dieses Wachstum hinein. Wir sehen gestern solche Dinge wie Palladium zwischenzeitlich 15% gestiegen, Rohstoffe gestiegen. Also wir schaffen uns wunderbar die Basis für neue Inflation und das ist genau das Riesenthema, das eigentlich der Fall ist. Warum sagte Jerome Powell solche Dinge in einer Situation, wo sich die Financial Condition ohnehin so stark lockern, die sind jetzt so locker wie seit Juni 22 nicht mehr, also kurz nachdem die Fed im März 22 begonnen hatte, die Zinsen anzuheben. Und warum sagt er es in einer Situation, wo wir jetzt sehen, dass der City Economic Surprise Index wieder nach oben geht? Also die Wirtschaftsdaten wieder besser werden, gestern Einzelhandelsumsätze besser, Erstanträge besser. Also das ist schon ein wirkliches Mirakel, was hier stattfindet. Und jetzt sehen wir sogar eine 21-prozentige Chance, dass die Fed im nächsten Monat, also bei der nächsten Sitzung im Januar, Ende Januar, dann die Zinsen senkt. 69%, dass es im März tut und eine 17% Chance, dass es sogar bis März zwei Zinssenkungen geben wird. Und inzwischen ist man so zwischen 6 und 8 Zinssenkungen für das Jahr 2024, während die Fed ja sagt oder die Dotplots zeigen, dass die Fed nur von 3 Zinssenkungen ausgeht. Also jetzt hast du das klare Phänomen, wenn du hier die Animal Spirits natürlich jetzt freilässt, wenn du den Geist aus der Flasche lässt, dann will dieser Geist immer mehr, gib mir mehr, gib mir mehr. Und jetzt bist du in einer Situation, die du nicht mehr in den Griff kriegen wirst. Und das, wie Octavio Costa sagt, eigentlich jeder, der es ernst meint mit der Bekämpfung der Inflation, der sieht doch, dass wir Kernrate nach wie vor bei 4% sind, seit Monaten stabil bei 4%, also doppelt so viel wie eigentlich die Zielerwartung oder die Zielstellung der Fed. Und jetzt aufzugeben und zu sagen, ach was, Inflation ist jetzt nicht mehr so das Problem. Das ist natürlich die Voraussetzung für neue Inflation. Hier sehen wir mal die Real Yields, wie die kollabiert sind. Also das ist wirklich eine Steilvorlage für neue Inflation, wie auch Andreas Steno Larsen zeigt. Unter Vergleich mit den 1970er Jahren, klar, da war natürlich eine andere Situation. Da hatten wir dann Ölpreisschock, aber schon vor dem Ölpreisschock, schon vor der ganzen Iran-Geschichte 1979 ist die Inflation auch wieder nach oben gegangen. Also da kann man durchaus Parallelen ziehen, auch wenn natürlich jede Zeit ein besonderes Ereignis hat, so wie in den 70er Jahren der Ölpreisschock. Aber es ist natürlich so, wenn du jetzt die Kreditkonditionen wieder so lockerst, wenn du die Nachfrage schürst, dass du irgendwie dasselbe Problem wieder bekommst, und das werden wir in 2024 schon haben. Das ist sozusagen mehr oder weniger mit einer riesigen Wahrscheinlichkeit versehen und die Aktienmärkte sind euphorisch. 47% der S&P 500 Aktien sind jetzt überkauft, haben also einen RSI, einen relative Stärkeindex über 70. Das ist so viel wie seit 1991 nicht mehr. Der S&P selbst mit einem RSI von 79, das ist der höchste Wert in mehr als 10 Jahren. Also da ist durchaus was der Fall. Hier sehen wir mal neue Hochs an der NYSE, also an der New Yorker Stock Börse, war nur einmal höher.
Das war in die Corona, als die Fed sozusagen komplett Geld in die Märkte geschüttet hat. Und hier sehen wir mal diesen saisonalen Verlauf, der in 2023 relativ ähnlich ist zur typischen Saisonalität. Gestern haben wir gesehen, dass diese Rücksätze, die wir zwischenzeitlich hatten, unter die 4700er Marke beim S&P 500 durch Zero-DTE-Käufer, durch Optionskäufer wieder die Calls gekauft haben, die am selben Tag verfallen, wieder nach oben gezogen wurde. Und wie extrem die Märkte sind, sehen wir am Russell 2000, diesen Nebenwerteindex. Da sind viele Finanzwerte drin. Da sind aber 40% der Firmen drin, die Geld verlieren. Das ist Wahnsinn. Also da ist viel Trash, viel Müll letztendlich drin, viel Minderqualität drin. Und hier sehen wir ein 52-Wochen-Hoch beim Russell 2000, nachdem wir vor 48 Tagen noch ein 52-Wochen-Tief gemacht haben. Das ist der schnellste Turnaround in der Geschichte dieses Index, und der ist Anfang der 70er Jahre eingeführt worden, also mal eben ein halbes Jahrhundert. Gestern, hier sehen wir es nochmal, Gesamtvolumen Optionen über 60 Millionen und das durchschnittliche Volumen beträgt 39 Millionen. 64% waren Calls, auch das ein extrem hoher Wert. Und heute dann eben dieser große Verfall mit extremen Volumina, vor allem bei den Optionen. Und hier sehen wir, dass gestern das größte Call-Volumen ever erreicht wurde, relativ. Put-Volumen ist auch nach oben gegangen, aber in Relation sind das Rekorde, 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 wo man auch hinschaut. Also es ist letztendlich natürlich jetzt so, dass alle Welt jetzt in diesem Casino mitspielen will. Oh, siehst du, die Glücksspielbetreiber haben gesagt, ihr könnt alle ins Casino und ihr werdet alle gewinnen. Das wird natürlich absolut gut gehen, solange bis es nicht mehr gut geht. Und heute ist großer Verfall, da weiß man nie genau, was passiert. Jedenfalls sehen wir rekordhohes Dealer-Gamma, 8 Milliarden Dollar. Das heißt, wir werden so oder so heute massive Volatilität erleben, denn das ist einfach eine Situation, in der dann früher oder später eben die Dealer, die Verkäufer von Optionen praktisch ihre Absicherungsgeschäfte dann glattstellen. Und wir sehen Bären. 2015 hatten wir mal so wenig Bären wie derzeit nach der AAII-Umfrage. Also das sind Extremwerte. Das neue Mandat der Fed scheint nicht mehr Preisstabilität und Arbeitsmarkt zu sein, sondern den S&P 500 und den Nasdaq auf Allzeithochs zu halten. Und hier sehen wir auch interessante Entwicklungen nochmal. Geldmarktfonds, erster Ausfluss von 11,5 Milliarden seit 7 Wochen. Aber was noch wichtiger ist, unten wahrscheinlich, das sind diese sogenannten Reverse Repos Facility. Also im Prinzip ist das ein Maß, wo Geldmarktfonds, wo die Fed Cash aufnimmt von Geldmarktfonds, und dieses Cash ist geringer geworden, was die Fed aufnimmt. Was bedeutet, dass mehr Cash im System ist, nachdem diese Reverse Repo Volumina zurückgegangen sind? Dementsprechend sehen wir die Reserve Balances at the Federal Reserve nach oben gehen, die Aktienmärkte nach oben gehen. Mit anderen Worten, es wird Liquidität erzeugt durch diese rückläufigen Reverse Repos. Jetzt sehen wir auch, dass die Fed-Bilanzsumme um 2,2 Milliarden Dollar gefallen ist, gestiegen ist sogar wieder in der letzten Woche. Das ist erstmals seit dem 9. August, dass die Bilanzsumme wieder steigt, und die EZB hat es gestern ganz anders gesehen und gesagt, wir lockern später, als der Markt erwartet. Das hat man jetzt nochmal betont. Wir haben euch im Griff, liebe Märkte, und das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, wenn die Fed so agiert. Dann wird die EZB, die eine viel schwächere Wirtschaft hat, natürlich früher auch die Zinsen senken müssen oder auf jeden Fall sehr zeitnah die Zinsen senken müssen, sollte die Fed das auch tun. Noch ein Blick nach China. Hier sehen wir, Hauspreise fallen weiter. 0,37% vom Oktober nochmal runtergegangen. Das ist für einen Monat sehr viel. Damals waren sie 0,38% gefallen im Oktober. Das war der größte Rückgang schon seit 2015. Also es geht weiter abwärts. Die Existing Home Prices sind um 0,79% gefallen. Größter Rückgang seit 2014. Aber China sagt, der Property Market will improve, also der Immobilienmarkt wird sich verbessern.
Das Politbüro hat ja beschlossen, Mensch, wir müssen den Leuten sagen, dass die Wirtschaft gut läuft, weil dann läuft sie auch gut. Das ist ein psychologisches Phänomen. Wir müssen also mehr Propaganda machen. Das ist schon sehr lustig, was da passiert. Wir sehen besseres Industrial Output, aber die Retail Sales, also die Einzelhandelsumsätze, waren sehr schwach. Der Arbeitsmarkt bleibt sehr schwach. Wir sehen, die Notenbank jetzt hat Liquidität ins System gepumpt, um das Ganze irgendwie wieder hinzukriegen. Die EZB bleibt hart und sagt, wir werden die Zinsen nicht senken. Ihr werdet euch dran gewöhnen müssen. Wer wird gewinnen, die Märkte oder die EZB? Erste Artikelempfehlung, wir lockern später als der Markt erwartet. Und Gundlach, Jeff Gundlach, der Bond-Guru, sagt, es wird eine Menge Geld gedruckt werden müssen. Die Wirtschaft wird abstürzen. Deswegen wird die Fed sogar viel deutlicher noch die Zinsen senken. Also EZB und Jeff Gundlach, diese beiden Empfehlungen gebe ich Ihnen am Freitag noch mit auf den Weg und sage Servus, ciao.